Marill ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Fee, aber erst ab der 6. Hyper-Generation bekam es den Typen Fee dazu. Vorher besaß es ausschließlich den Typen Wasser. Dieses Pokémon existiert seit der 2. Spielgeneration und kann sich aus Azurill entwickeln und zu Azumarill weiterentwickeln. Marill ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das sich in den Farben Blau, Weiß, Rot und Schwarz präsentiert. Die Hauptfellfarbe ist dabei, außer bei dem weißen Bauch, hellblau. Das Innere der Ohren färbt sich rot und der Schwanz ist schwarz gefärbt. Die Kugeln an der Schwanzspitze des Pokémon ist blau und der Körper von Marill ist kugelrund. Oben sind die beiden runden und flachen Ohren zu sehen und das Gesicht besteht aus den beiden runden schwarzen Augen, der kleinen Nase und dem ebenfalls kleinen Mund. Arme und Füße sind kurz gehalten und der sehr dünne Schwanz weist ein Zickzackmuster auf und an dessen Ende befindet sich eine runde Kugel. In seiner Shiny-Form sind die Hautfarben und die Kugel hellgrün gefärbt. Die Innenohren sind etwas heller. Die Spezialfähigkeit von Azurill, Marill und Azumarill, Kraftkoloss, stärkt physische Attacken. Marills Fähigkeit Speckschicht halbiert den Basisschaden von Eis- und Feuerattacken. Die versteckte Fähigkeit Marills ist Vegetarier, diese absorbiert Pflanzenattacken und steigert den Angriff. Ebenfalls zu erwähnen ist, dass dieses Pokémon über eine vergleichsweise gute Verteidigung als auch Spezialverteidigung verfügt und zudem noch mit seinen Kraftpunkten punkten kann. Starke Wasserattacken wie zum Beispiel Hydropumpe, Siedewasser oder auch Nassschweif zählen unter anderem zu den Angriffen, die Marill problemlos in Kämpfen gegen Widersacher anwendet. Zudem greift es mit einigen Attacken des Typs Normal wie Tackle, Slam oder Risikotackle an. Weitere starke Attacken in seinem Repertoire sind beispielsweise Walzer, Sprungfeder oder Kraftkoloss. Marill ist hauptsächlich in der Nähe von Wässern zu finden, aber auch an Sümpfen und Forstgebieten. Dabei ist es in jeder Region außer in Kanto zu finden. Es ernährt sich gerne von Wasserpflanzen und wenn es am Ufer eines reißenden Flusses fischt, wickelt Marill seinen Schweif um einen Baumstamm, da dieser sehr flexibel und dadurch sehr dehnbar ist. Dabei ist dieses Pokémon jedoch vergleichsweise seltener anzutreffen in freier Wildbahn. Da Marills Schwanzspitze Öl enthält, welches leichter als Wasser ist, kann es auf dem Wasser schwimmen, ohne unterzugehen. Und sein Fell ist dabei von Natur aus wasserabweisend, weshalb es durchgehend trocken bleibt. Marill ist der zweite Teil einer dreistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Azurill. Selbst kann es sich zu Azumarill weiterentwickeln. Azurill gilt hierbei als Baby-Pokémon. Um ein Azurill zu züchten, muss eine Weiterentwicklung, welches in die Pension gegeben wird, das Item Seerauch tragen. Der blaue, rundliche Körper mit weißen Farbelementen und der dünne, gezackte Schwanz mit dickem, runden Schwanzende, welche die Hauptcharakteristika von Marill darstellen, werden in jeder Entwicklungsstufe beibehalten. Mit jeder Entwicklung wird der Körper größer und das Schwanzende kleiner. Auch wird der weiße Anteil des Körpers mit jeder Entwicklung größer. Auffällig ist ebenfalls, dass Azurill und Marill runde Ohren haben, während die Endentwicklung Azumarill längliche, hasenähnliche Ohren hat. In den Spielen der Hauptreihe wird dabei noch die Entwicklung von Azurill zu Marill durch einen Levelaufstieg mit Freundschaft ausgelöst und die Entwicklung von Azumarill wiederum wieder durch das Erreichen von Level 18. Mit seinen Typen vor der 6. Spielgeneration, wo es ausschließlich den Typen Wasser hatte, nahm es halben Schaden gegen Feuerattacken, es sei denn, es hat die Attacke, die Fähigkeit Speckschicht, dann wird Feuer zu Viertelschaden. Wasser macht halben Schaden, Eis macht halben Schaden, es sei denn, auch da hat es wieder Speckschicht, dann wird auch Eis zu Viertelschaden. Und Stahl macht halben Schaden. Doppelten Schaden machen Elektro- und Pflanzenattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Vegetarier. Dann wird es immun gegen Pflanzenattacken. Der Rest macht normalen Schaden. Ab der 6. Generation bekommt er dann noch den Feentypen hinzu. Dort ist es immun gegen Drachenattacken, nimmt halben Schaden gegen Wasser-, Kampf-, Käfer- und Nicht-Feuer- und Eisattacken
Auch hier gilt dasselbe, hat es die Fähigkeit Speckschicht, behalten sowohl Feuer als auch Eisattacken nur noch zu einem Viertel Schaden. Doppelten Schaden machen Elektro-, Gift- und Pflanzenattacken. Auch hier, wenn es die Fähigkeit Vegetarier hat, wird es immun gegen Pflanzenattacken. Und der Rest macht normalen Schaden.